That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Was zu essen? Oh, scheiße, ich hab gedacht, jetzt geht's voll ab hier. My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. Then I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorias's side. Because now I want to take Artorias down too. Juhu, heiliger Trank. Hey, alter Sack. Ah, der hörte sie. Wie viele Freiheiten wollen der König und Prinz Parsifal diesem Artorias denn noch geben? Der Adel von Midgard hat sich über ein Jahrhundert lang abgerackert, um dieses Land erblühen zu bringen. Und nun sollen wir uns vor einem Mann verneigen, der uns auf die Schultern steigt und von der Ordnung predigt? Lächerlich. Vielen in der Armee behagt die Macht der Exorzisten nicht, aber die Tatsache ist, dass wir im Moment auf sie angewiesen sind. Bitte seid vorsichtig, wem ihr eure Meinung kundtut. Natürlich sind nicht alle damit einverstanden, dass jemand so große Macht erhält. Das Heilige Reich von Midgard besteht schließlich aus vielen Köpfen. Was? Ihr sagt, dass Vortigern gefallen ist? Ach, warum müssen so furchtbare Nachrichten ausgerechnet am Tag der Ernennung des Hirten kommen? Ach, wie wunderbar diese Zeremonie doch war. Dieser Tag wird noch lange in der Geschichte nachhallen. Das war volle Scheiß gerade. Ja. Ein Schwert der Vernunft und des Willens. Gewiss wird es gegen die Dämonen wirken, aber wird es sich auch gegen jeden wenden, der ihre Ordnung stört? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Die Wiederherstellung der Ordnung durch Willen und Verstand ist der Gegenpol zu den Dämonen. Nur Menschen sind in der Lage, dieses zu erreichen. Welch tiefsinnige Worte. Wir täten gut daran, sie zu verinnerlichen. Ja, aber sie ist ja erst gerade gegangen. Es ist beschlossen. Ich schließe mich der Armee an und stelle mein Leben in den Dienst der Menschen. Ich werde dem Leid dieser Welt ein Ende bereiten. Hoppla, immer mit der Ruhe. Du lässt dich ja ziemlich leicht beeindrucken, oder? Hört Artorias, jemanden wie ihn habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe noch nie mit echter Überzeugung gebetet, aber sein Glaube inspiriert mich dazu, selbst wieder zu glauben. Ich empfinde dasselbe. Sollen wir zur Kathedrale gehen? Die Zeremonie ist vorbei, also sollte sie wieder geöffnet sein. Shepherd, savior of mankind who guides us through the darkness. What an appropriate title for Lord Artorias. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorias, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorias? How pompous can you get? Artorias has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed.
After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Der Hirte baut einen gigantischen Tempel für den Imperial. Im Norden an der Danann-Fernstraße. Ich werde dorthin gehen, sobald er fertig ist. Das war einfach überwältigend. Ich blicke nun voller Optimismus in die Zukunft. Das Einzige, was dich überwältigt hat, war das Gesicht dieses Musikers. Nein, die Rede des Hirten, die Musik und das Gesicht dieses Musikers, all das zusammen war überwältigend. Wie viele andere Exorzisten war auch ich nur ein gewöhnlicher, machtloser Mensch. Ein von Visionen und imaginären Stimmen geplagtes Nichts. Doch seit der Offenbarung wurde mir klar, dass ich die Gabe der Resonanz besaß. Als ich von Artorias erfuhr, dass diese Kraft die Welt retten kann, schloss ich mich der Abtei an. Ihr müsst von den Imperiern erkoren worden sein, weil ihr euch tapfer den Dämonen gestellt habt. Aber kennst du den Preis dieser Kraft? Wahrscheinlich werden die meisten sagen, na und, kleiner Junge, dafür sind wir jetzt sicher. Midgard ist eine große Nation, die das Chaos besiegt, das Land vereint und uns mit 100-jährigen Frieden gebracht hat. Ich wähnte dieses Erbe durch die Dämonenpest zerstört. Doch die Stärke des Hirten hat es mit neuem Leben erfüllt. Wir alle werden den Frieden und die Ehre dieses Landes gemeinsam wiederherstellen. Ach, was für eine bewegende Rede. Ich fühle mich spirituell erquickt. Wohl wahr. Ich war mein ganzes Leben lang egoistisch und schäme mich dafür, aber es ist wahr. Es freut mich, dass euch das bewusst geworden ist. Diese Erkenntnis macht uns zu besseren Menschen. Ja, wir müssen an uns selbst arbeiten, um dem Volk besser dienen zu können. Die große Kathedrale liegt vor uns. Früher hielt ich sie für ein überdimensioniertes und unnützes Gebäude, welche sündige Gedanken ich doch hatte. Ach, ich wünschte, ich hätte die Rede sehen können. Ich wäre hier hingegangen, aber die Arbeit machte mir im letzten Augenblick einen Strich durch die Rechnung. Du weißt ja, wie es ist. Wenn man so viele Kunden hat, kann man sich schließlich schlecht wegschicken, nicht? Willkommen in der Kathedrale der Kirche von Midgard. Der ehrenwerte Leiter unserer Organisation hat sich von seinen Pflichten zurückgezogen. Die Gottesdienste werden nun vom Hohepriester geleitet. Bitte bleibt doch und betet zum Imperia. Lord Artorias' speech was so wonderful. I teared up halfway through. I was so worried when the demons appeared. I am so glad I put my faith in the Abbey. The exorcists put their lives on the line to protect us. We've got to do what we can to help. I want to marry the shepherd when I grow up. Now that's popularity. Ignorance is bliss. Das Reich und Fürst Artorias haben unsere Hilfe erbeten, und zwar auf ehrliche und direkte Art. Wenn wir diese Bitte ignorierten, wären unsere Hälse es nicht wert, gerettet zu werden. Ei, wir werden zusammenarbeiten, um die Welt neu aufzubauen. Nein, wir werden sogar noch eine bessere Welt errichten. Fürst Artorias hat mich zum Glauben bekehrt. Ordnung und Willen, hm? Na, es gibt am Ende doch kein Wundermittel, durch das die Welt gerettet werden kann. Hey, du darfst nicht aufgeben, das sagt Fürst Artorias. Das stimmt. Es ist wichtig, das nicht zu vergessen. Wir werden jeden Tag unser Bestes geben, so wie er. Ich habe gehört, einer der Dragonais soll sich der Abtei angeschlossen haben. Stimmt das? Ja, ihr meint Fürst Oscar. Ach, der. Er ist einer unserer neuen Prätoren und ein vorbildlicher noch dazu. Also haben sie ihren unnützen jüngsten Sohn losgeschickt, um jemanden in der Nähe des Hirten zu haben. Ach, Luger Schachzug, Haus Dragonia. Ihr wart schon immer hervorragende Ränkeschmiede. Der Exorzist im Gefängnis war eine Adlige? Das war ein Hurensohn. Blut auf der Treppe. Das Ding habe ich sogar eben gesehen beim Hochgehen. Das ist sogar wertvoll, Härtungspulver. Dank des Lebens. Immer gerne.
Ach, nun kommt schon. Es ist höchste Zeit, dass unsere Enkel die Zügel übernehmen. Aber du bist immer noch störrig wie ein Maulesel. Ah, von einem kleinen Zwicken im Rücken lasse ich mich doch nicht aufhalten. Ich bin hier, um für die ganze Schöpfung zu beten. Nicht wegen der selbstsüchtigen Forderungen anderer. Nicht der gesamte Klerus befürwortet die Privilegien, die Fürst Sertorius und der Abtei eingeräumt worden. Die Tatsache, dass eure Aktivitäten dadurch nicht behindert werden, verdankt ihr allein der Gnädigkeit vom Hohepriester Gideon. Vergesst das nie. Aber natürlich, Fürst Sertorius und der Rest von uns sind dem Hohepriester dafür ewig dankbar. Der oberste Hohepriester ist das Oberhaupt der Kirche, dem mehrere Hohepriester unterstehen. Er trat zurück, nachdem er seine Befehlsgewalt auf Fürst Sertorius von der Abtei übertragen hatte. Fürst Sertorius herrscht nun über die Kirche, während die anderen Hohepriester die kirchlichen Dienste leiten. Ich verstehe, ich dachte immer, die Abtei sei der Kirche untergeordnet, aber dem ist wohl nicht so. Beten ist ja so langweilig, ich will heim. Erhabener Imperia, bitte schenke mir deine Gnade, bitte rette meine Familie und wache über unser Land. Wenn uns erlöst, schwöre ich jeden Monat 10.000 Gold für deine Sache zu spenden. Der große Imperier wird eure Gebete gewisser hören. Wendet euch wegen der Spenden später an mich. Game of Thrones! That is one impressive cathedral. It fits the capital. Yes. It's incredible. It says I heard. Gib mir eine bessere Waffe, alter Mann. It wasn't built using Moloch arts, but the latest architectural engineering techniques. Look at those arches, the mathematical logic, the structural ornamentation. This is an architectural marvel. So, is that Empyrean in there? I highly doubt it. Empyrean worship has become mostly symbolic over the years. This cathedral wasn't built as a place of worship. It's commemorative, to celebrate the continent's unification. In other words, a show of power. That explains why they spared no expense. It's too early to be impressed. This is just the entrance, and it's unfinished. They're constructing a colossal temple. Nummer zwei, bitte. Er hat einen Namen. They say it'll take centuries to complete. Centuries? That's insane. How could they think that's a good idea? Your guess is as good as mine. I suppose that sometimes humans just have a need to push their limits. Yeah, seriously. The Reaper and a demon are shaking their heads at this overwrought monstrosity. Intrinsic worth. Zero. I wonder what it'll look like when it's finished. Warum man denn überhaupt Sachen anziehen kann, echt? Come, sinner, and repent your wicked deeds. Repent? Are you talking to me? Yes. When I look at your vestments around your chest, your hips, I can tell your sins are many and deep. Say that again. Exactly what were you staring at? Well, mankind is rife with sin, and I am no different. You must acknowledge your misdeeds and confess them to the great Empyreans. By confronting your sinful urges, you will be empowered to resist them. Is that so? You're saying I just need to confess all the bad things I've done? Yes. Confess your darkest sins, my child, assured that none is beyond the forgiveness of the Empyreans. Empyreans, hear my confession. When I was in prison, I instigated a riot and used it to break myself out. Huh? Then I set fire to some warehouses in town and stole a ship to make my getaway. Then I teamed up with some pirates to destroy a military fortress. I killed anyone who got in my way. What? What do you think, Father? Will the Empyreans forgive me? I,